Und dann kommt nämlich die Komponente Abendessen. Jetzt hatten wir Fett und wir hatten Kohlenhydrate. Was wir noch nicht haben, ist Fleisch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Leider gab es in meinem heimischen Supermarkt gerade kein Beef Jerky mehr. Also dieses Trockenfleisch, was ich sonst so gerne futtere. Dafür gibt es derzeit diese tollen Würste hier. Die sind wirklich extrem lecker, wie ich finde. Die sind auch extrem teuer, aber sind unendlich haltbar. Sind von der Verpackung her noch effizienter als Beef Jerky, weil da hast du dann halt eben diese vergleichsweise große Tüte, in der diese vergleichsweise kleinen Fleischstückchen drin sind. Diese Würste hier bieten zusammen genau das gleiche wie ein Päckchen Beef Jerky und sind halt von der Verpackung, wie gesagt, extrem effizient. Möglichst wenig Müll für relativ viel Wurst, haben einen enorm hohen Eiweißanteil von 50,3%. Also das ist schon wirklich ganz außerordentlich viel Eiweiß. Da wird man wenig finden, was da noch mehr hat. Also selbst für Fleisch ist das schon wirklich ganz außerordentlich. Kalorien haben sie nicht so viel. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht hier ja wirklich größtenteils um die Eiweißkomponente. Die ist unter anderem dafür wichtig, um kaputtgegangene Zellen während der Zur, zum Beispiel Muskelzellen, die werden wahrscheinlich reihenweise sterben, eben einigermaßen wieder regenerieren zu können. Der Baustoff für irgendwelche Bauprojekte im Körper ist nahezu immer Eiweiß, zumindest wenn man ein Mensch ist und nicht eine Pflanze. Und ja, da ist schon ganz gut, wenn man noch ein bisschen Fleisch dabei hat, habe ich festgestellt. Außerdem bekomme ich im Laufe einer Tour irgendwann so einen richtigen Fleischhunger und habe dann das Bedürfnis, dringend Fleisch zu brauchen, weshalb ich also immer noch irgendwie eine große Salami, so kleine Würstchen, halt eben dann entsprechend mehr Landjäger, wem das was sagt, irgend sowas in der Richtung dabei habe. Die Dinger sehen jetzt aus wie Landjäger, sind geschmacklich aber durchaus nochmal was anderes, nämlich Beef and Chili. Also, wer es mag, was man halt möchte, aber irgendeine Fleischkomponente, wenn man schon Fleisch isst, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wenn man kein Fleisch isst, dann sollte man einen schönen, ordentlichen, fettigen Käse, sowas wie ein Parmesan oder sowas in der Richtung, auf jeden Fall auch im Rucksack mit sich rumschleppen, auch was natürlich lange hält und nicht so schnell verdirbt. Gut, also das ist an den Tagen übrigens nur vorgesehen, an denen ich besonders viel gelaufen bin oder das Wetter scheiße ist oder die Motivation nachlässt, dann zieht man sich eine Ladung Fleisch rein und dann geht die Motivation aber sofort wieder steil bergauf. Also zumindest bei mir eben ist das so. Gut, und dann wäre halt eben die Sache mit diesen Trekkinggerichten. Hier habe ich jetzt mal ein billiges Beispiel, auch aus dem Decathlon übrigens. Da verkaufen sie genau zwei Sorten. Hier einmal Mountain Food Pasta Bolognese. Hinten drauf ist alles französisch, ist ja der Decathlon, der ist ja aus Frankreich, ne? Also eine deutsche Anleitung, was zum Beispiel deutsche Zutatenaufzählungen gibt es hier nirgends. Es sei denn, Moment, doch, das kann man hier abziehen, dann kriegt man es auch in diversen anderen Sprachen. Oh, ja, in genügend anderen Sprachen. Mal gucken, was ist denn da drin? Jetzt habe ich auch gefunden, wo sie auf Deutsch steht. Trockenzubereitung für Pasta alla Bolognese. Gericht zum Rehydrieren in 5 Minuten, fertig rehydriertes Endgewicht 390 Gramm. Rezept und Volumen an körperlicher Betätigung in der freien Natur angepasst. Oh, das ist aber schön. Besteht aus vorgegarten Nudeln, bla, getrocknetem Rindfleisch, bla bla. Zwiebeln, dann Tomatenzeug, besteht aus Tomate und Siliziumdioxid. Na, da bin ich ja mal gespannt. Schalotten, Kräuter der Provence, Pfeffer, enthält Gluten, Minegal. Außerdem könnte noch Soja, Weizen, Eier, Fisch, Sellerie, Senf, Soffite und sonst was drin sein. Und ja, man kippt halt Wasser rein und dann ist das halt irgendwann fertig. Ist nicht anders wie alle anderen Gerichte. Und die andere Variante ist halt eben Pasta with Chicken Curry Sauce? Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Der Franzose sagt Sauce, aber auch nur, wenn er besoffen ist. Ja, Sprachen und ich, wir vertragen uns nicht gut. Ja, also das will ich einfach mal ausprobieren. Ich habe das Curry Chicken Dingens habe ich schon mal probiert. Das ist in Ordnung. Das ist echt in Ordnung. Also wenn es zu Hause in Ordnung ist, dann ist es draußen lecker. Das ist immer so. Das da hinten ist nochmal zweimal Curry Chicken, weil das kannte ich halt eben schon. Jetzt habe ich davon ein bisschen mehr gekauft. Die kosten 5 Euro. Die haben 489 Kalorien pro Packung beziehungsweise 482 Kalorien pro Packung. Haut einen jetzt nicht aus den Socken, ist aber halt nun mal eine warme Mahlzeit. Die ist aus Motivationsgründen meiner Meinung nach absolut zwingend erforderlich. Und bei längeren Touren, wo wirklich alles an Essen mitgeschleppt werden muss,
hat man wenig Alternativen zu solchen Trekking-Mahlzeiten, wie ich finde. Also, das ist mir alles. Ja, klar, man kann natürlich auch trockenen Reis mitschleppen und sich ein bisschen Pulversüßchen und all so ein Zeug selber anrühren. Das geht, aber dafür bin ich einfach nicht kochbegeistert genug. Und deshalb habe ich hier die große Tüte mit meinen gesammelten Gerichten. Sowas kriege ich ja immer mal gerne zum Geburtstag geschenkt und so Späße. Die Leute kennen mich ja, ne? Zum Beispiel, hier haben wir Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln Försterin. Der hat dann, wenn er fertig ist, 640 Gramm. Füllgewicht sind 160 Gramm und hat 400 Kalorien pro 100 Gramm. Wird also insgesamt des Dingens etwa doch sage und schreibe ein bisschen über 600 Kalorien haben. Das ist dann auf jeden Fall auch nochmal eine Ecke besser als so ein Ding hier. Nicht schlecht. Wird mitgenommen. Dann habe ich hier Schokomüsli. Das wäre eine Möglichkeit als Alternative zum Frühstück. Ob ich das mitnehme, weiß ich noch nicht. Kann auch mal sein, dass ich mir so einen Teil für abends mache, weil ich habe die schon rumliegen. So dick Geld habe ich jetzt auch nicht, dass ich die nie esse, wenn ich sie schon rumliegen habe. Was mich immer so ein bisschen nervt an diesen Tüten, ist doch der viele Hohlraum, das doch relativ große Packmaß. Klar, man kann die schon ordentlich zusammenkomprimieren, aber wenn man dann halt 14 Tage unterwegs ist, dann hat man halt eben 14 von diesen Tüten. Das gibt dann irgendwann schon ein Bündel, ne? Aber gut, man hat ja einen halbwegs großen Rucksack. Und die hier finde ich vom Packmaß her eigentlich noch störender. So viel Essen ist es jetzt auch nicht. Dafür ist es aber doch relativ kompakt. Also die sind bis hierhin auch voll. Viel zusammenfalten kann man da auch nicht mehr. Das ist das höchste der Gefühle. Jetzt könnte man noch ein Loch reinmachen und die Luft ablassen und hinterher das Loch wieder zukleben. Werde ich vielleicht noch tun, aber ich habe dann immer Angst, dass mir das dann insgesamt schnell schlecht wird oder bei der hohen Luftfeuchtigkeit, die eventuell zu erwarten ist, dass dann irgendwie die Luftfeuchtigkeit da eindringt und dann. Aber gut, man kann, man muss ja nicht. Also, das war wie gesagt der Jägertopf. Dann habe ich Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Den mag ich persönlich sehr gerne. Man sieht ja leider nie, wie die dann aussehen. Hier haben wir nochmal Jägertopf Försterin. Ach ja, die gute Försterin. Schokomüsli hatten wir gerade. Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat. Das ist, glaube ich, meine letzte davon. Die mag ich besonders gerne. Die sind lecker. Die hatte ich auch eigentlich jedes Mal dabei. Hier habe ich noch ein Blaubeermüsli. Von hier sogar Militärfutter. Ja, da musste erstmal drankommen an das Real Field Meal. Und da muss ich sagen, die Dinger sind genial, weil die haben wirklich ein minimalistisches Packmaß. Und man kann die olle Tüte da wunderbar drum rumwickeln. Und besser geht's eigentlich kaum. Leider ist das die einzige, die von diesen Dingern noch übrig ist, die ich besitze. Da gibt es auch noch so schöne Gerichte wie Döner. Hat. Und sage und schreibe 520 Kalorien pro 100 Gramm und ergibt, ja, was ist da drin insgesamt? Moment, wie viel wiegst du? 120 Gramm. Ja, also tatsächlich 602 Kalorien. Auch nicht schlecht, ne? Ja, also das sind halt eben jetzt so ein paar Beispiele, was man da so dabei haben kann. Oh, ich habe ja doch noch so eins. Was ist das? Solgrümmet Bringebier Himberchalon. Sunshine Cereal with Raspberries. Was sind denn Raspberries? Pumpkin Seeds? Ja, okay, das muss ich bei Gelegenheit. Ich habe das irgendwann schon mal gegoogelt, hab's aber wieder vergessen. Ja, also jedenfalls aus so einem Zeug wird größtenteils mein Abendessen bestehen. Dann halt eben noch eine erfreuliche Fleischkomponente. Und das hier nehme ich auch mit, aber eben als Notreserve. Wenn zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen mal Feuer machen gar nicht möglich ist, auch Kocher benutzen nicht möglich ist oder der Brennstoff einem alle geht für den Kocher, dann wäre es halt schon gut, wenn man das hier als eiserne Reserve noch dabei hat. Und für genau sowas ist es auch gedacht. Das hier werde ich auch mitnehmen, aber fürs Frühstück und zum Frühstück kommen wir jetzt, weil dafür gehe ich mal an den Tisch. So, wir kommen zum Frühstück herrichten. Und zwar braucht man dafür nach meiner Auffassung ein Tütchen, das man in Omas großartige Küchenwaage reintut.
Und dann braucht man Müsli. Und die Überlegung ist jetzt folgende. So ein normales Müsli ist ja schon grundsätzlich, man kann eigentlich auch die Kamera ein bisschen hoch machen, dann sieht man mich gescheiter. So ein normales Müsli ist ja grundsätzlich schon mal sehr kalorienhaltig. Das ist jetzt hier so ein Knuspermüsli mit so, ja, Haferflocken zusammengebäppt, Bobbele. Schmeckt mir halt persönlich sehr gut. Es ist wieder die Geschmacksfrage, ne? Man kann selbstverständlich auch ein anderes Müsli, ein Früchtemüsli und so weiter und so fort nehmen. Aber solche Schokomüslis haben in der Regel einen höheren Kaloriengehalt, weil Früchte sind halt kalorientechnisch relativ weit unten anzusiedeln. Haferflocken haben viel, Schokolade hat viel, deshalb hat ein Schoko-Haferflocken-Müsli nach Möglichkeit noch mit ein paar Nüssen, also schon eigentlich in der Regel sehr viele Kalorien. Was ist jetzt hier drin? Man kann sich natürlich auch von Grund auf selber was zusammenmixen, aber ich bin bei solchen Sachen eben, wie gesagt, eher faul. Wer da kreativer sein möchte, darf das natürlich selbstverständlich gerne tun. Ich werde von Neid erblassen und euer Müsli nicht anrühren, was mir wahrscheinlich dann eh nicht schmeckt. Aber 100 Gramm von dem Zeug haben jetzt 478 Kalorien, so wie es jetzt in der Tüte drin ist. Das ist mir aber zu wenig. Deswegen habe ich mir hier noch Komponenten, die ich mir dann noch dran kippen kann, die noch mal ein bisschen mehr als 478 Kalorien haben, nämlich Haselnüsse, klein gehackselt und leicht angeröstet. Die haben nämlich 674 Kalorien. Damit tatsächlich sogar noch mehr als meine Erdnüsse. Aber gesalzene Haselnüsse schmecken halt nicht so gut. Und dann habe ich, weil ich gerne gerade beim Frühstück was wirklich Süßes haben will, das muss schon wirklich deutlich süß sein, ich brauche das draußen, ich habe da das Bedürfnis nach erhöhter Süßigkeit. Und deshalb habe ich mir hier noch so Haselnuss-Krokant, der besteht nur zu 25% aus Haselnüssen, also sogar aus 25% Haselnüssen, der Rest ist tatsächlich Zucker. Erhebt also die Gesamtsüße der Mischung nochmal an. Jetzt kann man sich natürlich noch diverse andere Nüsse dran schmeißen, noch ein paar Mandeln. Wollte ich auch machen, habe ich aber vergessen einzukaufen. Also in der Endmischung, die zeige ich euch dann nicht nochmal separat, aber in der Endmischung wird dann auf jeden Fall auch noch ein großer Anteil, also was heißt ein großer, so 10% oder was, Mandeln drin sein. So, und jetzt mache ich das übrigens immer so, dass ich mir 200 Gramm Tütchen mache, die sollen dann aber für 2 Tage halten. Also ein Frühstück hat bei mir immer 100 Gramm. So die Konzeption. Nur damit ich halt eben nicht 14 Tütchen mit mir rumschleppe, sondern halt dann eben nur 7, mache ich halt eben ein Tütchen, 2 Tage. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier die Tütchen meiner Wahl sein werden. Ich wollte die mal mit diesem tollen Doppelverschluss mal ausprobieren. Der macht schon gut zu, der funktioniert gut, der scheint auch relativ haltbar zu sein. Aber ist mir eigentlich nicht haltbar genug, wenn ich bedenke, dass sonst mein halbes Müsli im Rucksack rumfliegt. Früher hatte ich immer diese ganz normale, gänzlich verschlussfreie Gefrierbeutel und habe da einfach oben einen Knoten drauf gemacht. Das ist auf jeden Fall immer am haltbarsten. Natürlich nicht besonders praktisch, aber da kommt es ja nicht drauf an. Man hat ja morgens wirklich verdammt nochmal die Zeit, den Knoten in seiner Müsli-Tüte aufzumachen. Wenn man so eilig hat in Schweden, in der Wildnis, dann läuft irgendwas schief und jetzt habe ich das Bedürfnis nach Cola-Fläschchen. So, wie kriege ich das jetzt auf? Jetzt habe ich doch tatsächlich, in diesem Keller gibt es bestimmt 20 Messer, aber immer da, wo ich sitze, da liegt gerade keins. Ach, es ist ein Elendleben. So, aber jetzt kriegen wir die Tüte auch. Bleibst du stehen? Master of Science, nicht Master of Tüte. Meine böse Ex-Freundin meckert immer, wenn ich dauernd betone, dass ich Master of Science bin. Ist sie auch bald. Dann kann sie das auch dauernd betonen. Soll sie mal Klappe halten hier. Nein, das ist meine nicht böse Ex-Freundin. Die sind ja alle böse, bis auf die letzte. Mit der pflege ich ein recht, ja, entspanntes Verhältnis. Tada! Und das waren fast 200 Gramm. Das ist jetzt ein bisschen viel. Das heißt, da machen wir noch ein paar zurück. Weil da soll ja noch anderes Zeug rein.
So. Ja, jetzt sind so 175, irgend sowas um den Dreh. Und jetzt machen wir da noch ein klein wenig von unserem Krokantscheiß rein, damit das total übertrieben süß ist. So. Ja. Und dann noch ein paar Haselnüsse. Und für gewöhnlich würde ich mir jetzt halt noch ein paar Mandeln reinschmeißen. Und hier gibt es noch Rosinenzeug und also das mag ich halt alles nicht. Ich weiß, ich bin Banause. Es geht ja auch nicht darum, dass euch das schmecken soll. Es geht nur darum, ums Zeigen. Wobei, so ein Müsli-Mixen ist auch nicht die große Kunst. Also. Jawohl. Tada. Weil normalerweise sind in diesem Schoko-Knusper-Müsli nämlich überhaupt keine Nüsse drin. Und die Nusskomponente würde mir dann doch erheblich fehlen. So, und diese winzige Portion Müsli soll jetzt tatsächlich für 2 Tage reichen. Das ist tatsächlich mein Plan, weil irgendwo muss das Gewichtssparen ja nun herkommen. Und herzliche Grüße an den Kollegen Fernwanderer, also den YouTube-Kanal. Denn der hat mir in einem Video, das ich leider nicht kommentiert habe, weil ich dann eingeschlafen bin irgendwann, bevor ich es kommentieren konnte. Also was nicht böse gemeint ist, es war echt schon spät. Du bist sicherlich mit Sicherheit auch bei meinen Videos auch schon mal eingepennt. Mit Sicherheit. Das hat jeder schon gemacht, inklusive ich beim Schneiden. Aber toller Trick ist folgender, wenn man diese Tüten vakuumieren möchte. Klar kann man die Luft da rausdrücken, eine Ecke offen lassen und so weiter und so fort, hat er gemeint. Aber noch besser und noch schneller und noch effizienter geht es, wenn man eine kleine Ecke offen lässt. Und dann die Luft raussaugt. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Und bedanke mich für diesen tollen Tipp. Auf diese Idee wäre ich so nicht gekommen. Und dann hat man hier so ein relativ kompaktes Müsli-Tütchen. Ich verpacke die dann nochmal in einen eigenen Sack, also im Müsli-Sack. Und der kommt dann zusammen mit dem Abendessensack und dem Mittagessensack als die 3 Fressaliensäcke dann eben entsprechend in den Rucksack. So ist dann der Plan. Das ist halt eben das Frühstück. Gut, das soll's gewesen sein zum Thema Proviant. Die Fleischkomponente nochmal, um das kurz zu erwähnen, das ist für mich immer so ein Notfallfutter. Ich würde jedem echt empfehlen, sich irgendwas unglaublich Leckeres, was von Kalorien-Gewicht-Verhältnis her vielleicht auch nicht unbedingt besonders toll ist, mitzunehmen, was er braucht. Was er dann nehmen kann, wenn die Kräfte, die mentalen Kräfte vor allen Dingen, nicht so ganz mitspielen wollen, wenn das Wetter tagelang scheiße ist oder wenn man sich verlaufen hat und man einfach irgendeine Stütze braucht, gerade wenn man allein ist. Ganz, ganz wichtig auf Solotouren. Bei Gruppentouren ist das nicht so wichtig. Da kann man auch mit den Kollegen rumwitzeln und sich da aufbauen lassen oder die Sorgen den anderen mitteilen und die sagen dann, ha, Weichei! Und dann sagt man sich selber, ach scheiße, stimmt, die haben recht, also muss ich jetzt wieder ganz harter Krieger sein. Hilft auch. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man ganz allein ist, bei mir geht es dann tatsächlich über irgendeine besonders leckere Notfall-Futter-Komponente. Was auch hilfreich ist, psychologisch, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass man dann halt mal daheim anruft oder bei irgendeinem lieben Menschen halt entsprechend mal anruft und sich dann halt eben ja, eine menschliche Komponente überhaupt mal abholt, weil man ja zu diesem Zeitpunkt nicht unrealistischerweise schon 5 Tage lang völlig von jeder Menschenseele entfernt irgendwo im Nirgendwo rumstapft. Und ja, das macht man zwar eben genau deswegen, aber es kann schon mal ein wenig belastend sein und dann hilft es halt eben ein bisschen menschlicher Kontakt. Allerdings ist die Variante mit dem mal schnell irgendwo anrufen mit einem stinknormalen Handy in einer durchschnittlichen Wildnis in der Regel nicht möglich. Da gibt es oft kein Handynetz. Die Chancen, dass man ein Handynetz hat, sind noch am besten, wenn man auf irgendeinem Berg kraxelt. In irgendeinem Tal kann man es völlig vergessen. Ich bin schon häufiger mal extra auf Berge gekraxelt als Abendspaziergang, um halt dann eben zu versuchen, zu Motivationszwecken noch irgendeinen lieben Menschen anzurufen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal was ganz Wichtiges, was ich gerade einfach nur mal kurz noch erwähnt haben wollte, weil das Video ja schon ach so kurz ist. Gut,
Ja, also Motivationsfutter oder Motivationskomponente in Form von Essen ist eine gute Idee. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.